AOK Nordost. Beim Sport dabei. Gemeinsam mehr bewegen. Ja, hallo, ich bin's wieder, Andreas, und ich teste heute wieder eine Sportart. Und dazu befinde ich mich hier in den ehrwürdigen Hallen des BC Traktor Schwerin. Ja, hier haben ganz große Namen trainiert und trainieren auch heute noch. Dieter Berg, Sebastian Spick, Jürgen Bremer und ja, nun irgendwie auch ich. Mal schauen. Und dazu habe ich Sportbotschafterin Ramona Kühne eingeladen, die mir ein bisschen hilft und ein paar Tipps gibt. Hallo. Hallo. So, zunächst mal wollte ich was fragen, was braucht man denn überhaupt dazu? Ich habe jetzt hier einen ganz normalen Trainingsanzug. Reicht das, um mit Boxen anzufangen? Ja, also erstmal sieht es ganz gut aus. Also Trainingssachen sind ja Voraussetzungen. Turnschuhe für den Anfang gehen auch. Wenn man natürlich dann weiter reinkommen möchte ins Boxen, wäre natürlich Boxstiefel besser. Ansonsten schön ist, wenn man mit einem Springseil anfängt und Handschuhe braucht man. Wir fangen natürlich nicht direkt mit Boxen an. Erst einmal erwärmen. Füße, Beine, Arme und besonders wichtig die Schultern. Und dann machen wir mal einen seitlichen Hampelmann. Das ist wichtig, damit die Muskulatur beweglich ist und man sich nicht verletzt. Jetzt hüpfen wir locker auf der Stelle und machen mal einen Hampelmann. Genau, mal nach vorne und zurück. Und jetzt so für den Anfänger, kann ich eigentlich, brauche ich so eine Halle zum Trainieren oder kann ich auch gewisse Sachen einfach zu Hause machen oder sogar draußen? Ja, wir haben auch teilweise schöne Übungen, die man draußen machen kann. Ja, wenn man natürlich einen Sandsack nicht gerade einen großen Garten hat, wo man sich einen Sandsack hinhängen kann, glaube ich, werden sich die Nachbarn freuen, wenn man so ein Ding in der Wohnung hat. Da bräuchte man dann schon eine Halle. Aber so die normalen Boxübungen wie jetzt Schlagen, Sparring, also Sparring nicht, aber Schattenboxen, sowas kann man natürlich auch alleine machen. Wenn man einen Spiegel vielleicht hat oder sich irgendwie eine Glaswand oder irgendwas hinstellt, manchmal spiegelt ja auch einfach nur eine Tür, da kann man das natürlich dann auch draußen alles machen. Okay, fangen wir mit der Kampfstellung an. Stellt sich schulterbreit hin. Genau. So, und jetzt machen wir einen kleinen Trick. Du stellst dein Bein nach rechts außen und wieder zurück. So, genau. Jetzt bleibst du locker in der Knie. Ein bisschen auf den Zehenspitzen. Also nicht hinten auf den, genau. Vorne ein bisschen auf den Ballen. Genau. Fäuste machen. Genau. So, und jetzt versuch mal ein bisschen lockerer. Nicht so verkrampft, nicht so. Das ist jetzt erstmal die Kampfstellung. Und aus der heraus versuchst du dich locker so ein bisschen wippen zu bewegen. Genau. Und dann fangen wir mal an mit der linken Geraden. Genau, linke Gerade. Das Schwierige ist, immer an die Körperhaltung zu denken und alles zu koordinieren. Das ist eben Übungssache. Nächste Übung. Wir stehen wieder locker in der Kampfstellung. Und jetzt machen wir mal dieses Rollen. Für die Sandsackübung muss man seine Hände schützen. Dazu gibt es spezielle Sandsackhandschuhe oder normale Boxhandschuhe. Auf jeden Fall aber sollte man Wickelbandagen tragen. Je besser du natürlich daran wirst, desto sicherer wirst du und desto mehr Spaß macht es einen auch. Auch wenn man so vielleicht mal einfach einen gestressten Arbeitstag hat oder so, dann kann man sich so ein bisschen so seinen Frust auch mal runterboxen und danach fühlt man sich gleich wieder besser. Und ja, probieren wir es einfach mal. Eins wollte ich noch fragen, was macht für dich eigentlich den Reiz des Sports aus? Beim Boxen ist wirklich alles dabei. Da ist Kopfarbeit, da ist die Koordination dabei. Man kann ja durch Krafttraining und Ausdauer und also es ist einfach alles dabei. Und das Schöne ist, dass man sich auch komplett auspowern kann, ohne dass man sich trotzdem verletzt. Also sprich, man kann ja Boxen kann jeder machen, von klein bis hoch zum Manager quasi. Und der Manager muss keine Angst haben, dass er vielleicht mit einem blauen Auge ins Büro kommt, weil er kann eigentlich alles trainieren und er muss ja nicht wirklich Sparring machen. Und selbst wenn er mal mit jemandem Sparring macht, dann kann man sich ja darauf einigen, dass man vielleicht nur zum Bauch haut oder wenn man eben einen großen Kopfschutz anhat und man sagt, komm, wir machen heute mal ein bisschen lockerer. So, was machen wir jetzt? Jetzt bin ich quasi dein Sandsack. Und wenn ich dir jetzt die linke Hand hochhalte, dann schlägst du auch mit deiner linken in meine linke. Ja. Genau. Und wenn ich dir die rechte hochhalte, schlägst du mit deiner rechten in meine rechte. Genau. Und wenn ich die beide hochhalte, dann schlägst du einfach links und rechts. Ja? Also wir probieren es einmal. Ganz langsam. Ja.
Mein Fazit: Boxen fordert Körper, Koordination und Köpfchen. Ein Muskelprotz muss man dazu nicht sein, wie man sieht. Immer ans Aufwärmen denken und an die Schutzkleidung, spätestens beim Sparren. So macht es jede Menge Spaß. Und jetzt kommt der Schlag. AOK Nordost, beim Sport dabei. Gemeinsam mehr bewegen. Mehr Informationen auf aok.de/nordost.